Einen wunderschönen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Life is Strange. Wir sind in Blackwell, in der Blackwell Academy eingebrochen. Ja, muss man schon so sagen, eingebrochen. Weil, offiziell dürften wir hier nicht sein. Und, es geht dann natürlich auch gleich zum Big Boss. Können wir die Tür zumachen? Ich weiß es nicht. Sind die überhaupt Überwachungskameras? Das wäre so das nächste Ding. Nicht, dass wir hier überhaupt gesehen wären oder so. Brief. Ich guck erstmal. There's no way David would get in Mrs. Grant's face. She'd shut his ass down fast. Okay. Sehr geehrte Mrs. Michelle Grant, als Sicherheitschef der Blackwell Academy ist es mein Job und meine Pflicht sicherzustellen, dass alle Vorsichtsmaßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Schüler getroffen wurden. Mir ist bewusst, dass ich niemandes Liebling unter den Schülern oder Lehrern bin, aber ich weiß, dass ihre Sicherheit an erster Stelle steht. Die Zahlen, seit ich zum Sicherheitsschaffer ernannt wurde, sprechen für sich selbst, genau wie der 15,4% Rückgang in Campuskriminalität. Ich respektiere Ihre Stellung als Wissenschaftslehrerin, aber Sie haben unfairerweise meine Pläne für ein Überwachungssystem mit einer Feigenpetition dämonisiert. Ich hoffe, Sie werden diese Petition überarbeiten und die menschlichen Kosten bedenken, wenn die Blackwell Akademie nicht mit der neuesten Sicherheitstechnik ausgestattet ist. Okay, ist aber noch recht human, muss ich mal sagen. Ich guck mich erstmal hier um, Chloe, ja? Only a total phony would wear a crappy hat like that. Die Frage ist, wer? Bathrooms, okay. Hier ist nichts weiter. Einfach nur sicher gehen. Nur mach auf. That's it. What the fuck? The security officer should have the key to the principal's office. Na toll. He's hiding shit, like everybody here. Well, now we definitely have to get this door open. Believe it or not, I know a little about lockpicking, thanks to Frank. I might as well test out my thief skill. Go for it. We're already in this deep. Well, you could look for the key, just in case. Why, yes, I could. Okay. Das heißt, wir bekommen wahrscheinlich jetzt... Ja, bekommen wir. Nothing here. Und überall sind unsere Fingerabdrücke. Ich glaube... Hahaha, Fingerabdrücke. Boring. So. Das ist, glaube ich, wo wir angefangen haben, ne? Crap. Okay. Wie viel ist das eigentlich? Wartet mal. Ach du Heiliger. Okay, dann machen wir das mal so. Denn ich befürchte wirklich, dass die Fingerabdrücke unser Problem werden. Hier sind die Keys. None for the principal's office. Okay. No key for thee. We have to find another way in. Guess I didn't spend enough time with Frank. But I'll use my DIY lockpick tools while you come up with a better plan. My plan has a name. Hey, Warren, you busy? Nee, oder? Just bubble hearth, you'll be okay. Listen, I need your physics expertise stat. Without naming names, if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you maybe kinda know how? Huh? No. I'm just asking for fun. Genau. Thanks, science guy. No. Stay. We need you as backup. Just send the text instructions now. Yes, I'm still all in to go ape with you at the drive-in. Thanks for the help. Okay. Sus-ass. Goddamn door. Try not to wake up everybody at Blackwell. Sorry, Max. I got nothing. What about your plan? I'm gonna go put it together. Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Okay. Wir müssen was? Fragen? Das explodiert. Probierst du das tatsächlich aus? Probier ist das richtige Wort. Ich verneige mich vor deinem Wissen.
Ach du Scheiße. Huch, Mama schreibt? Danke, dass ich unsere Blackwell-Heldin umschwärmen durfte. Ich vermisse den Klang deiner Stimme. Wir sind sehr stolz, also nutze es aus. Sag Bescheid, wenn du hier flüchten willst. Wir lieben dich, Maxine. Ey, Nutte, Emanzen gehören ausgelöscht. Arsch. Das war das. Wir wissen ja, wer das ist. Warren is such a classic nerd. Let's see if I can find those items. Hauptsache, dass die Räume offen sind. Und wir müssen die Zeit zurückspulen. Denk dran. Gross. Was? I hate that formula. So. Wow. Hier sind Klausurenergebnisse. Only a B minus? Warren has shattered my faith. Of course, I'm barely passing science. Wobei es ist, glaube ich, genau das Ding, wo er den Test gemacht hatte, ne? Mit dem, wo wir ihm nicht geholfen haben, laut Aussage, haben wir ihm da nicht geholfen. Hier ist Zucker. Sugar. Und was wir haben, haben wir, ne? Only three more items to go. Okay. Graffiti? I never said they were great, Troll. Was stand da? I had sex with? Moment. I never said they were great, Troll. Aquarium. Everybody's asleep. I hate to wake them up, but I want a picture. Ja, dann los. Good evening, fish fish. Ach so, ich dachte, die macht das jetzt schon alleine. Thanks, Fish. Nice work. So, aber. Und noch ein Stück zurück. So. Ich möchte hier keine Spuren hinterlassen, ganz ehrlich. So als Ninja macht sich das nämlich nicht schlecht. So ansehen. You're an artist, damn it, not a scientist. But this is so not sodium chlorate. Here's the sodium chlorate box. Okay, kommen wir da ran? Natürlich nicht. You know you're clumsy, Max. Don't waste your rewind power. Use the damn chair. Stimmt. Okay. Aber wir machen trotzdem. You're halfway home. Weep. So. Oh, Warren schreibt. Noch da? Hast du dich in die Luft gesprengt? Max? Noch hier, nicht in die Luft geflogen. Noch nicht. Ich muss mich konzentrieren. Meld mich später. Ich ahne was. Das Ding wird doch nicht hochgehen, was wir hier bauen. So, mal gucken, ob wir die nächsten Sachen hier haben. Irgendwo fehlen uns jetzt die Sachen, ne? Oder? Hallo? Ist hier echt nichts? Oder müssen wir woanders hin? Spulen wir wieder zurück. Falls vielleicht in der Zwischenzeit irgendjemand kommt oder so. So, das ist unser Fotozimmer hier, ne? This is like a scene in a horror film. Das stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Oh, Wettbewerbsfotos. Oh, Kate. Even when you were sad, you tried to see the good in the world. Ach du Scheiße. Shit. Daniel's a better illustrator than photographer. Said Max, the art critic. Victoria, that is pretty fucking sweet. How can I hate somebody that shoots like that? Tja. Wir haben nicht reingeguckt. Aber wir brauchen noch irgendwelche Ingredienzien. Zigarettenpackung. Victoria's cigarettes? I'm sure Mr. Jefferson is impressed. Mhm, bestimmt, bestimmt, bestimmt. Ah. The tape is mine.
Okay, zurückgespult. Only one more ingredient left. Was mussten wir denn noch holen? Wartet mal, ich muss mal nochmal gucken. SMS. Wo ist er denn? Unser Warren. Da unten, ne? Zucker brauchen wir noch. Ne, Zucker haben wir. Dose Limo. Limo kriegen wir aus dem Automaten. Mit ziemlicher Sicherheit. So, dann gehen wir durch die Tür, spulen wieder zurück, dass wir keine Fingerabdrücke hinterlassen. Wir haben es nie angefasst. Okay. So, hier vorne ist irgendwo ein Automat. Da. Na, jetzt aber. Release the crack hand. Jetzt fehlt bloß noch, dass sie nicht rauskommt, die Dose. Okay, dann zurückgespult. Wir waren nie hier. Wir waren nie hier. Und nochmal. Rohrbombe. Take it easy on the door, Chloe. Let's try this instead. Boom. Literally. Yes. Oh, if you'll light the candle. This is so cool. Das gibt Ärger. Get ready to haul ass. Du Scheiße. What the fuck? Was so fucking cool. Oh, we are toast. Here comes the whole Arcadia Bay Fire and Police Department. Nee, ich ahne schon, was kommt. Ich ahne schon, was kommt. Pass mal auf. Nein, und? Wir stehen jetzt auf der anderen Seite. Hat es geklappt? If I can get this bastard open, she can't cheat with her rewind. Bullshit. Fuck you, door. Welcome to my domain. You are magic. I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. The company I keep. Now, let's find what we want and beat it. My powers only go so far. Man, I can see why the principal locks this room up. Fancy faux art crap. He must want everybody to know he has money. But no taste. Yeah. Ja, mach noch mehr Licht an. How can you trust somebody who has a fucking bronze bird in his office? Yes, if only the principal had a Monet or Picasso, you'd still be at Blackwell. Eat me. I'm gonna pilfer the papers on this ugly-ass desk. Okay, sure. It's ugly, but damn, is it a cozy chair. Füße runter! This is your chance to truly get all deductive and shit, Sherlock. Find us some clues about Rachel, or Kate, or Nathan. Anybody. I'm on the case. Okay, was sagt die Uhr? Okay, so. Also die Dings. Warren? Oh, bitte, ich wollte nur dein explosives Wissen testen. Deine unglaubliche Kunst bestaunen. Bombermax. Ach, der ist so putzig. Kates Akte? Oh. This pretty much sums up Kate. Shy and sweet. And in the wrong place. Oh oh. Durchschnitt 3,9. Kate Marsh ist eine der besten Schülerinnen. Mit einer 3,9. Ihr Durchschnitt ist durchweg hervorragend. Ihre Einstellung optimistisch und ihr Arbeitsstil ruhig. Ihre außerschulischen Aktivität mit dem Essen auf Rädern Programm wurde von KBY7 News gewürdigt und ihre vielfältige Gruppe für religiöse Studien war eine willkommene Ergänzung zu der breiten Auswahl an spirituellen von Schülern geleiteten Programmen Blackwells. Sie verfügt ebenfalls über eine der besten Anwesenheitsquoten in der Geschichte der Schule. Direktor Wells, als Krankenschwester der Akademie sollte ich Sie informieren, dass Kate Marsh anscheinend vor kurzem ein emotionales oder physisches Trauma erlitten hat. Ich sprach kurz mit ihr und sie war aufgebracht, blieb aber vage und weigerte sich, weiter mit mir zu reden. Ich denke, es ist wichtig, dass wir sie im Auge behalten und sicherstellen, dass sie nicht, wie ich vermute, von anderen Schülern drangsaliert wird. Grüße Anne-Marie Barenji. Aktualisierung. Derzeit überprüfen wir ein kontroverses Video, das angeblich Kate Marsh auf einer Party des Vortex-Clubs zeigt
und ohne ihr Wissen oder Einverständnis ins Internet hochgeladen wurde. Sie behauptet, während dieser Party ins Krankenhaus gebracht worden zu sein, siehe angehängte Dokumente für Details. Okay. Ich spule aber zurück, wir waren nicht da. So, brauchen wir das Licht hier drüben noch? Ich glaube ja. Mal gucken. I certainly can't use this. Okay, dann spule ich wieder. Ich will einfach nur sicher gehen, dass wir hier nicht irgendwas uns verbrennen, ne? Dass wir entdeckt werden. Looks like an oil paintings bill. Awful. Was haben wir hier? Look at this pile. Ja. In der Zwischenzeit sucht sie nämlich. Hier haben wir nochmal Akten. So, Nathan Prescott's dad is a bully too. Shocker. Ah. Direktor Wells, in Anbetracht der schier unerhörten Anschuldigung gegen meinen Sohn und seine Suspendierung erscheint es mir, als sollte meine großzügige Zuwendung an die Blackwell Akademie auch suspendiert werden. Natürlich lässt sich diese Situation bereinigen, sobald Nathans Suspendierung mitsamt einer schriftlichen Entschuldigung aufgehoben ist. Zugegebenermaßen gibt das tragische Ereignis bezüglich Miss Marsh Ihnen zu denken, aber ich weise Sie darauf hin, dass eine Absage der Party am Donnerstag der Anpack-Mentalität der Blackwell Akademie widerspricht. Ich erwarte, dass Sie Ihre Entscheidung nochmals überdenken und zu derselben offensichtlichen Schlussfolgerung kommen. Danke, Sean Prescott. Okay, wir haben es gesehen. Ich nehme es zur Kenntnis. Hier ist noch eine Akte. Eine Figur aus Bronze. Bronze. Hier ist noch ein Brief. That is so cool that my signature actually counted. Go, Miss Grant. Cool. Liebe Miss Grant, als Direktor Blackwells ist es meine freudige und glückliche Pflicht, Sie darüber zu informieren, dass Ihre Petition, die Installation eines neuen Überwachungssystems zu verhindern, genug Unterschriften erhalten hat, sodass die Schule den Plan ablehnt. Unsere Richtlinien untersagen, dass ich in dieser Angelegenheit Partei ergreife, da wir Lehrkörper und Schülerschaft dazu anhalten, an der Leitung der Schule teilzuhaben. Allerdings habe ich die kontroverse Natur dieser Kameras erkannt und teile Ihre Besorgnis bezüglich des möglichen Eindringens in die Privatsphäre. Danke für Ihr Engagement und dafür, dass Sie die Schüler Blackwells inspirieren, ihre Stimmen Gehör zu verschaffen. Ich hoffe, das Resultat Ihrer Petition vermittelt Ihnen das Gefühl, Einfluss zu haben. Aha. Achso, nicht der Grant, sondern den Schüler, ne? Super, wissen wir Bescheid, wir haben es gelesen. Hier sind noch ein paar Bijoux. Wowzer, this will so not come in handy. I'd drink too if I was the principal of Blackwell. Tja, damit hätten wir eine Information. Ich habe ja gesagt, er ist betrunken, als wir an ihm vorbeigelaufen sind. Akten. Rachel doesn't seem so troubled based on all this. But there's not much here about the police investigation. Lesen wir mal. Durchschnitt 4,0. Was sind denn das für Zensuren? Unglücklicherweise ist Rachel Amber im letzten Monat nicht zum Unterricht erschienen und hat keinen Kontakt zu Schülern oder der Lehrerschaft aufgenommen. Ihre Eltern sind sich über ihren Aufenthaltsort im Unklaren und Blackwell hofft auf eine schnelle Rückkehr, damit sie ihre vorzüglichen akademischen Leistungen fortsetzen kann. Zusammenfassung. Rachel Amber ist eine prototypische Repräsentantin der Schüler Blackwell. Sie ist in allen ihren Fächern und zahlreichen außerschulischen Aktivitäten überragend. Sie ist bei Schülern und Lehrern beliebt und verfügt faktisch über die für Blackwell typischen Qualifizierungen für Stipendien und Führungspositionen. Ihre vielfältigen Ziele umfassen eine Karriere im Bereich des internationalen Rechts sowie als Model. Es gibt keinen Zweifel, dass sie all ihre Träume mit Blackwell als Angelpunkt verwirklichen wird, Direktor Wells. Dies ist Lieutenant Chris Rossi. Ich wollte Sie wissen lassen, dass die Ermittlung im Fall Rachel Amber von unserer Seite offiziell beendet ist. Wir hoffen immer auf den einen magischen Hinweis, aber wieder einmal bewahrt Arcadia Bay ein Geheimnis. Wir halten Augen und Ohren weiterhin offen, aber mehr können wir ab jetzt nicht mehr tun. Danke für alle Ihre Hilfe, Lieutenant Chris Rossi, Polizei von Arcadia. Puh. I don't blame the principal for expelling Chloe. Bad Chloe. Durchschnitt 1,7. Chloe Price ist eine Problemschülerin Blackwells, trotz der größten Bemühungen der Lehrerschaft und der Verwaltung, sie akademisch zu leiten. Chloe erledigt selten Hausaufgaben und ist oft angriffslustig gegenüber ihren Lehrern. Sie verursachte zahlreiche Störungen in der Klasse mit unangemessenen Kommentaren und vulgären Gesten, die gegen andere Schüler gerichtet waren. Sie wurde vor kurzem für die Veranstaltung des Parkplatzes mit Graffiti suspendiert. Obwohl Chloe eine intelligente Schülerin mit Potenzial ist, verschwendet sie dieses auf eine unbedeutende Rebellion gegen eine nicht der Schulpflicht unterliegende Einrichtung.
Aktualisierung. Chloe Price ist nicht länger eine Schülerin Blackwells. Siehe Polizeibericht im Anhang. Eieieiei. Let's nab this last file, Sherlock. Always wanted to say nab. Wo können wir denn jetzt sowas finden? This should be hanging in a thrift store. Gibt's hier noch Schubfächer? Look everywhere, Max. There has to be some info in the student files. Hier ist noch einer. Tumbleweeds. Ah, okay. Da ist keine. Wo könnte denn noch was sein? Wir brauchen unbedingt noch... Oder ist das hier draußen? Nee, da kommen wir nicht raus. Okay. Wo könnte denn... Hier sind noch Akten. And nothing here. Okay. Huch. And ja, ja. Here. Ich habe mich gerade verklickt. Was könnte denn das noch sein? Warte mal, Chloe. Dude, I know I shouldn't be going through the principal's files, but it's kind of cool. Rache an Blackwell? Nein, komm, sei vorsichtig. Just please don't accidentally delete his hard drive or anything. Like you can't rewind and fix it. I don't want to make it a habit, okay? Whatever, crackhead, you're hooked. Don't talk, search. Oh, I like it when you get bossy. You're finally learning from the master. Ja, 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 er fragt sich welchen. So, wir spulen mal zurück. So, oder? Können wir noch einen? So, wir haben nie mit ihr gesprochen. So, wir machen hier nochmal das Licht an. Denn irgendwo... Nee. Hier muss doch noch irgendwo... was sein. Wo sind die Prescott-Akten? Look at this pile. Ja. Ah, hier sind noch welche. Weird. This asshole has a spotless record. Oh. Okay. 3,7. Nathan Prescott setzt mit hervorragenden akademischen Leistungen und einer Vielzahl an außerschulischen Aktivitäten die Arbeit mit der obdachlosen Stiftung von Arcadia Bay eingeschlossen das historische Erbe seiner Familie an der Blackwell Akademie fort. Nathan ist bei Schülern wie Lehrern beliebt. Er ist ein stolzer Repräsentant Blackwells. Das glaube ich aber nicht. Like I'm not gonna read my own personal file. Tja. 2,8, da sind wir ja auch nicht so gut. Max, wie sie es vorzieht, genannt zu werden, ist eine ruhige, aufmerksame Schülerin mit großem Potenzial für die Fotografie. Ihr Durchschnitt schwankt und sie hat anerkannt, dass sie sich verbessern muss. Ihre Lehrer bestätigen ihre stille Intelligenz, obwohl einige Beschwerden sie als zu nervös und neugierig beschreiben. Einige Fakultätsmitglieder würden gerne mehr Beteiligung und Selbstbewusstsein von Max sehen, andere weniger, aber dies ist eine allgemeine Empfehlung für Schüler und nicht spezifisch. Aktualisierung. Trotz einer kürzlich erfolgten Konfrontation mit dem Sicherheitspersonal Blackwells demonstrierte Max das Allerbeste der Blackwell Akademie, indem sie mit Schülerin Kate Marsh vom Sprung in ihren Tod vom Dach des Wohnheims abhielt. Derzeit finden eine polizeiliche sowie eine schulinterne Untersuchung statt, aber Max' Heldentum ist unbestritten. This file is going to be so spotless, I'll projectile vomit. Die ist auch so sauber. 3,9. Victoria Chase ist eine strahlende Repräsentantin der Blackwell Akademie mit durchgehend hervorragenden Noten und außerschulischen Aktivitäten, die ihren Karrierewunsch als Fotografin widerspiegeln. Die Fakultät lobt ebenfalls Victorias Engagement für den Vortex Club sowie für andere Organisationen, die dem Geist und der Geschichte Blackwells gewidmet sind. I have to make sure Warren doesn't have a criminal background. Ja, 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 komm, wir lesen's trotzdem. 4-0. Warren wird als Paradebeispiel eines Schülers angesehen und repräsentiert die exzellente wissenschaftliche Tradition Blackwells. Er besitzt ein Redetalent bzw. ein loses Mundwerk, je nach Lehrer. Manche beschuldigten ihn, wissenschaftliche Streiche zu spielen, aber dies konnte von seiner Wissenschaftslehrerin Miss Grant nicht bestätigt werden. Wir hoffen, Warren konzentriert sich auf seine akademische Vision und steuert weiter auf eine strahlende Zukunft zu. Okay. I think we found everything in here. I should go join Chloe now. Ja, ich habe erstmal zurückgespult und in der nächsten Folge sprechen wir dann mit Chloe und ich bin gespannt, was dann passiert.
Jedenfalls sind wir hier nicht keinen großen Schritt weitergekommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Firefox.